Hello, my dears. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und zwar habe ich heute mal gefragt, wie es denn ihm ohne dich aktuell geht. Ja, weil das war die Frage, die mir in der letzten Zeit öfters gestellt worden ist, auch aus meinen Legungen oder beziehungsweise aus den privaten Terminen. Ne? Da war vermehrt die Frage, wie geht es ihm denn jetzt ohne mich? Und dann habe ich mir gedacht, so, da gucken wir doch mal ins Kollektiv rein. Für die, die hier keine Legung bei mir haben, wie es denn jetzt hier ausschaut, wie es denn deinem Rosenkavalier hier ohne dich aktuell geht. Ihr wisst, es ist ein allgemeines Kollektiv, das heißt, du kannst damit resonieren, es muss aber nicht so sein. Ne? Wie gesagt, es ersetzt halt nun mal keine private Legung, aber nur damit ich es immer wieder anmerke. Jo, ich habe hier 4 Decks genommen, einmal Tarotkarten mit, die Lenemans und noch ein paar andere Klärungskarten. Und da schauen wir jetzt mal rein, was denn so gefallen ist. So, die erste Karte war der Gedankenblick. Ja, da habe ich mir schon gedacht, ne? Also man schwelgt hier in Erinnerungen rum, man ist in der Nostalgie, lässt gewisse Sachen vielleicht nochmal Revue passieren. Aber man hat hoffnungsvolle Gedanken. Also er hat dich nicht vergessen, sondern er beschäftigt sich hier sehr wohl mit dir und hat auch sehr positive Gedanken an dich, also sehr liebevolle Gedanken, die er an dich hat. Also hier bist du nicht raus aus der Nummer, wie man sieht. Und wir haben hier einmal die Sense und einmal die Wolken drauf bekommen. Ja, es gab hier anscheinend, würde ich mal sagen, Streit oder Diskussionen zwischen euch beiden, über die er sich jetzt hier Gedanken macht. Das heißt, sich damit auseinandersetzt, ja, dass er dich anscheinend hier auch in irgendeiner Weise verletzt hat durch seine Unsicherheit hier. Ne? Wir haben aber hier die helle Seite an die Sense, da könnte man schon wieder mal sagen, aha, da kommt also die ein oder andere Erkenntnis auch gerade bei deinem Gegenüber rein, dass man hier also sich letztendlich verhalten hat wie die Axt im Wald. Ne? Also man hat hier so richtig reingedonnert, mit was auch immer er das gemacht hat. Das wirst du am besten wissen. Und ja, in dem Bezug könnte man hier sagen, klärt sich gerade das Feld. Ne? Also hier kommt Sonne rein. Das heißt, ja, vielleicht durch seine eigene Unsicherheit, durch seine Schwammigkeit. Ne? Die Wolken sind ja hier Missverständnisse, Unklarheiten. Man hat hier nicht das rübergebracht, was man vielleicht auch rüberbringen wollte, sondern man war hier unsicher, man war sich vielleicht dir gegenüber nicht sicher, ne? Aber wir schauen jetzt gleich weiter. Auf jeden Fall kommt jetzt schon mal so ein bisschen die Erkenntnis rein, dass man sagt, ich habe da ziemlich zugeschlagen oder beziehungsweise mein Gegenüber, meine Herzensdame oder Herzensmann, wo du auch drauf guckst, hat man dich hier ziemlich ja, verletzt oder man hat dir schon, sage ich mal, gewisse Dinge zugefügt. Ne? Schauen wir mal weiter. Also er macht sich hier schon Kopf. So, dann haben wir hier den Wichtel bekommen. Und der Wichtel taucht ja immer dann auf, wenn man fragt, na, bist du jetzt schon zu einem Entschluss gekommen? Das heißt, der Wichtel möchte zwar nicht jemanden unter Druck setzen, aber scheint hier schon ein bisschen dringlicher zu sein. Das heißt, Wichtel kommt immer dann ins Leben, um ihn bei einer gewissen Entscheidung zu unterstützen. Das heißt, also, er wird also hier im Endeffekt darauf hingewiesen, dass es kein richtig oder falsch nicht gibt. Was auch immer hier zwischen euch beiden passiert ist, dann hat es halt so sein sollen. Ja, es hat ja auch immer einen Hintergrund, warum gewisse Dinge passieren. Aber es geht jetzt hier darum, dass er anscheinend hier angestoßen wird und schon allein durch die Gedankengänge, die er hat, ne, dass man schon langsam hier mal ein bisschen in die Push kommen muss. Ja, also dass es hier um Entscheidungen geht, die zu treffen sind. Und vielleicht war er sich genau diesbezüglich nicht sicher. Das heißt, hier haben wir also den Hinweis darauf, dass er sich wahrscheinlich nicht für dich entscheiden konnte, ja, oder sich nicht für eine Beziehung entscheiden konnte, wie auch immer, ja, oder vielleicht zwischen zwei Personen, ich weiß ja, jeder hat eine andere Situation. So, aus den Tarots ist die Karte 8 der Stäbe gefallen und 8 der Stäbe ist eigentlich schon, dass man sagt, naja, also es soll jetzt schon mal ein bisschen schneller in die Entwicklung gehen. Das heißt, hier kommen
Impulse rein, ja. Das ist das, was ich hier mit der hellen Seite schon erklärt habe. Hier kommt also ein bisschen Licht in die Sache rein. Das heißt, er merkt also oder beziehungsweise dieses Revue passieren lassen. Was hat man alles gesagt? Was hat man alles gemacht? Ja, das scheint jetzt hier gerade ihn sehr zu beschäftigen. Und ja, da geht es also eigentlich auch darum, dass er hier bezüglich dir oder eurer Verbindung jetzt mal ne, ein bisschen was reißen muss. Also er ist derjenige, der hier in Bewegung kommen darf. Ne? Vielleicht hat er die ganze Zeit jetzt hier gewartet, das kann auch sein, ne? Rumgetümpelt hier. Aber die Vergangenheit holt halt einen immer wieder ein, was halt nicht abgeschlossen oder beendet ist. Und ja, jetzt geht es hier ein bisschen Schwung in die Sache hineinzubringen. So, gucken wir mal weiter. Ja, da haben wir den Eigenbrötler. Ja, er ist anscheinend momentan sehr gerne alleine, zieht auch sein eigenes Ding aktuell durch. Ne? Das ist genau dieses, man hatte kein Interesse an einer Beziehung, hat oder wollte oder hat man vielleicht das Gefühl gehabt, man müsse hier dann auf seine Freiheit verzichten, was auch totaler Blödsinn ist. Ne? Er ist halt hier oder geht halt momentan seinen Weg jetzt gerade alleine. Also er denkt nach, ne? Und es kommen auch die einen oder anderen Impulse mit rein. Aber aktuell ist es noch so, dass man sagt, nö, er bleibt jetzt gerade lieber hier für sich, ne? Und plant auch weiterhin sein Leben für sich. So, dann haben wir hier dreimal gemischt. Da ist nur eine Karte rausgefallen. Das ist der Anker und das zeigt mir einfach, dass er gerade an dem auch festhält. Beziehungsweise mit größter Sicherheit sich hier momentan auf die Arbeit konzentriert, Job, alles, was er hier hat, wo er was machen kann. Also seine Kraft und seine ganze Energie jetzt momentan da hineinsteckt. Das ist auch wieder so ein Ablenkungsmanöver. Und Paul Panzi kam dann dazu und hat gesagt, naja, anscheinend scheinst du ja von irgendetwas hier Angst zu haben, ne? Paul sagt, ich könnte dir meinen Panzer hier leihen, ne? Aber dadurch werden deine Ängste auch nicht verschwinden. Das heißt, vielleicht wäre es jetzt besser, wenn du dir eben deine Ängste, die du hast, bevor du dich hier ganz verkriechst und hier wieder so, ja, wie der Eigenbrödler, so sein Ding durchziehst und dich wieder versteckst und dich im Endeffekt wieder von den wichtigsten Dingen ablenkst, dass du dich einfach anfängst, deiner Angst zu stellen. Das heißt, die Angst, die er jetzt hat, in Mut zu verwandeln. Man sieht ja, hier hat er irgendwo Unsicherheiten gehabt. Jeder, wie gesagt, hat auch ein anderes Thema von euch. Und da haben wir auch wieder den Hinweis der Angst. Also vor irgendetwas hatte er Angst. Und was ich hier reinbekomme, ist die Bindungsangst. Weil wir hier das Freiheitsliebende haben. Das heißt, vielleicht ist er davon ausgegangen, wenn er mit dir jetzt in eine Verbindung geht, ja, dann hat er hier gewisse Freiheiten nicht mehr oder dann muss er sich hier anpassen oder dann kann er jenes und dieses nicht mehr machen. Das ist aber alles völliger Blödsinn, ne? Weil darum geht es ja, darüber zu sprechen oder in die Kommunikation zu gehen. Und nur weil ich hier in eine Partnerschaft gehe, heißt ja das nicht, dass ich hier wie in einem Gefängnis leben muss. Ne? Aber anscheinend hat er da so olle Kamellen noch, weil hier der Gedankenblick auch da ist, ne? Dass vielleicht auch da so die ein oder andere Sache jetzt hochkommt. Ja, vielleicht hat man schon in der Vergangenheit so gewisse Sachen erlebt, ne, und war deswegen unsicher, sich hier nochmal auf etwas einzulassen. So, dann haben wir hier den Turm bekommen, ja, und das ist eigentlich momentan so diese Einsamkeit oder diese Isolation. Er zieht sich also zurück und man sieht auch, dass diese Trennung zwischen euch jetzt für ihn auch keine schöne Angelegenheit ist, ja, aber ja, oftmals ist es einfach vonnöten, dass sich die Wege trennen, weil wenn nichts mehr weitergeht, dann muss man auch irgendwo mal ja, einen Stopp reinhauen, sage ich mal, damit also wieder etwas Neues entstehen kann. Das heißt, etwas Altes muss beendet werden, etwas Neues soll entstehen. Der Turm ist ja auch, dass man hier alte Mauern niederreißt. Das heißt, wir haben also hier noch einen Schutzwall. Er versteckt sich auch hier im Türmchen, ne, weil da kommt keiner ran. Ja, kommt auch keiner rein. Ne? Das ist, also dann bin ich zwar abgesichert, aber letztendlich bin ich auch wieder alleine. Also so gut fühlt es sich ihn nicht für ihn an ohne dich, ne? Weil eine gewisse Einsamkeit, wie gesagt, kommt hier schon nach oben. So, aber halt schön abgelenkt, ne? Immer schön ablenken. So, dann haben wir hier den falschen Platz. Ja, ja, auch hier rüberspiegelnd auf den Gedankenblick ist man hier jetzt schon langsam auf dem Weg, dass man sagt, naja, ich habe
hier doch eine falsche Entscheidung getroffen. Ich war nicht authentisch hier, ich war nicht ehrlich zu mir selbst. Ja, momentan hat er hier wirklich kein Heimatgefühl. Ne? Also er fühlt sich nicht angekommen, er fühlt sich nicht zu Hause. Also den Schritt, was er hier gemacht hat, ja, sich von dir zu trennen, sich von dir zu isolieren, ist nicht das Gelbe vom Ei, wie man hier sieht. Ja, also er, ne, wie schon gesagt, er fühlt sich nicht wohl, aber das war ja sein Weg, den er jetzt gegangen ist. Und ja, schon langsam knistert es hier im Gebälk, ne, dass man sagt, naja, die Entscheidung war wohl doch nicht so toll. So, dann haben wir hier die Mäuse und wir haben hier die Schlange. Ja. So, jetzt kann es natürlich für einige von euch sein, dass man sich hier im Endeffekt für eine andere Dame entschieden hat. Dass man sagt, ja, da war man sich unsicher, soll man nicht. Und hat dann doch hier aus Angst entweder ja, eben eine andere Partnerin gewählt. Oder man ist hier wieder zur Ex zurückgegangen oder man hat es mit der Noch-Partnerin wieder versucht. Ne? Aber letztendlich ist es ja nur aus Angst raus entstanden. Also nicht, weil er dazu gestanden hat, ne? Sieht man ja, dass er am falschen Platz, am falschen Ort ist, sondern rein, weil er vor irgendetwas schon wieder die Hosen voll hatte. So, wenn du hier sagst, okay, nee, dritte Person haben wir hier nicht, ne? Dann ist es einfach so, dass hier ihm etwas Angst gemacht hat. Es könnte tatsächlich etwas mit einer anderen Dame, was er sozusagen in der Vergangenheit schon war, ne, dass ihn da irgendwas erinnert hat. Vielleicht wurde er da in seiner Freiheit sehr eingeschränkt, kontrolliert, wie auch immer, sehr manipuliert. Ne? Die Schlange ist ja auch hier so ein bisschen das Toxische. Oder ansonsten sind es irgendwelche Abhängigkeiten oder Verstrickungen, warum er aus Angst eben hier den falschen Weg eingeschlagen hat, beziehungsweise hier aus Angst einen Umweg gerade geht. Ne? Also wenn es wie gesagt keine Person ist, dann haben wir hier mit der Schlange auch die Umwege liegen. Das heißt also, ja, man ist hier irgendwo vom Weg abgekommen, man hat sich hier irgendwo verrannt. So. Ja, dann haben wir hier Raffi-Gaffi. Die Karten sind so geil. Ja, ein langer Hals ist etwas Tolles, denn man hat alles im Blick und kann eine wundervolle Aussicht genießen. Ja, pass aber auf, dass du dir deinen Hals nicht verrenkst, wenn du in fremde Gärten schaust. Zu viel Neugierde könnte gefährlich werden. Ja, und da ist also schon der Hinweis darin verpackt, dass es für einige so sein wird, dass er hier halt geschaut hat, wo das Gras noch grüner ist. Weil wir haben hier den Rosenkavalier und das ist jemand, der erst erobert und dann jemanden wieder fallen lässt. Ja? Also jemand, der schnell das Interesse verliert. Bisschen so Macho, ne? So ein Frauenheld, der meint, ja, er könne jeden und alles haben. Ne? Ja, ist aber hier, wie gesagt, ein reines Ablenkungsmanöver gewesen, weil hier irgendwo etwas stattgefunden hat zwischen euch beiden oder irgendwas war hier, was ihm anscheinend viel zu nahe ging. Und dann hat man sich gedacht, naja, mit einer anderen wird das nicht so kompliziert vielleicht sein, ne? Dann wählen wir halt den Weg. Und so ist man von dem Weg der Liebe abgekommen. So, und ja, wie man hier sieht, sollte er aktuell hier diesen Weg gewählt haben mit einer anderen Person, dann sieht man hier, dass er aber hier auch Kummer und Sorgen hat. Ne? Das heißt also, das Gras war nicht grüner an der anderen Stelle, sondern jetzt ist man richtig im Scheiß drinnen, ne? Weil jetzt hat man dann die auch noch an der Backe, ne? Und ansonsten, wie gesagt, hat man hier einfach oder nagt das Ganze, weil man sich hier eben, wie gesagt, total verrannt hat. Hatte ich auch schon mal in einem Orakel. Ja, hier ist man wirklich komplett vom Weg weggekommen, ne? Und da sagt man, ja, das ist halt jetzt hier dann eben diese Quittung, die du erhältst, ne? So, dann haben wir hier die Welt. Das Gefühl des Angekommenseins, ne, das haben wir hier nicht. Und das heißt, es geht also darum, angekommen ist man ja immer da, wo das Herz sich wohlfühlt. Ja? Und das heißt, dass er also hier erkennen darf, dass er letztendlich alles in sich trägt, um das zu bekommen. Das heißt also, wenn er Frieden will, wenn er Harmonie will, ja, dann ist er dafür selber zuständig. Das heißt, wenn er sich also hier aus Angst für einen falschen Weg entscheidet, ja, oder sich immer wieder verrennt, dann braucht er sich nicht wundern, wenn das hier nicht so wirklich klappt oder wenn auch die gewissen Personen da nicht so mitspielen, ne? Und
Ja, die Liebe seines Lebens befindet sich ja bereits hier eigentlich in seinem Leben, ne? Aber er hat halt hier jetzt einen anderen Weg gewählt. So, und das ist genau das, wo man hier schon wieder sieht, ne? Ja, hat nicht geklappt, ist nicht gut, ne? Und dann kommt man hier wieder ins Nachdenken, ach mal, da war mal was. Ne? Also auch da haben wir wieder typisch hier der Rosenkavalier, ne? Süßholzraspler, ja. Kann sehr charmant sein, aber wie gesagt, ne, so mit der Ernsthaftigkeit haben wir es hier nicht so wirklich. Und wenn dann, aber das ist jetzt gerade so die Quittung, die er hier bekommt, ne? Dann hast du halt jetzt den Weg gewählt, dann lebt damit. Ne? Es ist so. So. Dann haben wir hier das Liebesglück. Ja, man möchte ja eigentlich, ne, der Gedankenblick oder das Liebesglück ist ja unter den Gedankenblick gefallen. Dass man ja eigentlich gerne eine Partnerschaft haben möchte, die große Liebe möchte, soll echte und ehrliche Gefühle sein. Man möchte ein Happy End haben. Also das ist dieses, was hier die Welt eigentlich schon sagt, dieses Gefühl des Ankommens. Nur das hat er aktuell nicht, weil er ja hier eher rational gehandelt hat als emotional. Also aus dem Verstand raus, aus den Ängsten, aus den Zweifeln raus, aber nicht nach dem Ruf seines Herzens sozusagen. Wollen würden wir das Ganze schon, haben wir aber irgendwo selber hier in die Stagnation gebracht. Ja, das heißt also, man hat sich hier bezüglich dessen direkt ins Ausgeschossen und wir haben hier noch den Park. Das heißt, ja, vielleicht auch momentan Stillstand im Außen, das heißt Rückzug, das passiert jetzt gerade gar nichts. Ne? Ist ja auch klar, ich meine, wenn er hier noch was am Bändel hat. Aber da sieht man, ne, das kann man auch nach außen hin, kann man das Glück nicht zeigen, weil man es nicht hat. Ja? Also, wie gesagt, du musst jetzt schauen, wenn dein Haselpurzel hier sich noch in einer Verbindung befindet, dann kann man sagen, ja, das Glück scheint ihm oder die Sonne scheint ihm wahrlich nicht aus dem Arsch, ne? Sondern das ist hier nichts. Und wenn er hier niemanden hat, ja, der ist nicht glücklich, dieser Mensch, ohne dich, ja. Also da haben wir die Frage eigentlich hier sehr schön beantwortet, sondern na, man kann dieses Glück nicht nach außen leben, weil es nicht da ist, weil man es nicht hat. So, dann kommt das Pünktchen rein und sagt, naja, manche Menschen sind halt wie Fliegenpilze, von außen hui und von innen pfui. Und Fliegenpünktchen taucht halt immer dann auf, wenn solche Menschen sich in diesem Umfeld desjenigen befinden. Ja? Das heißt, jemand spielt hier also eine perfekte Rolle und blendet sich oder man lässt sich auch blenden. So, ich würde hier sagen, in puncto dessen, ja, bezüglich einer anderen Dame, na, blendet man oder man lässt sich auch hier blenden von dem wahrlichen Glück, das man nicht nach außen tragen kann. Ne? Also, oder er bescheißt sich halt hier im wahrsten Sinne des Wortes selbst. Ne, das ist also wieder die Selbstlüge, wo ich ja vorhin schon am Anfang sagte, wart's ab, so langsam kommen hier die Erkenntnisse rein. Ne? Also und die Sense sticht auch noch rein. Das heißt, das, was man hier erkennt, das tut weh. Ja, das ist, aber die Wahrheit ist niemals schön. Ja, wenn man seine eigene Wahrheit erkennt, ja, hat keiner gesagt, dass das angenehm ist. Aber so schaut es hier aus. Das heißt also, da ist nicht viel los bei ihm gegenüber und bei deinem Gegenüber. Und hier die 5 der Stäbe, ne, das ist also jetzt, dass man sagt, ja, jetzt kannst du mal deine Kraft unter Beweis stellen. Ne? Und ja, er muss sich hier durchboxen, ne, und jetzt wirklich Ausdauer besitzen und letztendlich den Plan, den er hier verfolgt, auch durchzusetzen. Das heißt, ja, brauchen wir zum einen natürlich hier die Willensstärke und zum anderen natürlich auch das Durchsetzungsvermögen. Das heißt nichts anderes, dass er zeigen soll, was er wirklich kann, ja, dass er gut reden kann und dass er sehr viel erzählen kann, ja, das haben wir schon gesehen, ne? Oder du hast es schon gesehen. Aber wie schaut es denn jetzt aus, diese Sachen umzusetzen? Das heißt, wenn also das wirklich hier reinkommt, ne, auch hier spiegelnd auf den falschen Platz rüber, dass man sagt, naja, wenn du schon merkst jetzt, dass das hier scheiße war, ja, und wenn du schon merkst, dass du nicht glücklich bist, dann laber hier nicht rum. Da, oder schwelg hier in Erinnerungen, sondern die 8 der Stäbe und die 5 der Stäbe zeigt ja, dass man sagt, so, ja, dann muss es aber jetzt anpacken, mein Freund, weil sonst wird sich hier nichts verändern. Ne? So, dann haben wir hier Liebe ist Liebe. Ja, es geht darum, dass man hier mal ein bisschen experimentierfreudiger wird und mal was Neues ausprobiert. Also auch wieder hier eigentlich dieses unterm Turm, wo der Turm ja schon sagt, alte Mauern einreißen, also im Endeffekt raus
aus der Einsamkeit und der Isolation. Hier kann man sagen, dann gemeinsam einsam. Ne? Wirklich hier alte Strukturen niederzureißen und zu sagen, so, da muss ich mal halt was Neues ausprobieren. Das heißt, ich muss mich mal auf etwas Neues einlassen, was ich also für bisher nicht gekannt habe, ja, oder wo halt diese Unsicherheit nach oben kommt und nicht wieder hier einen Weg wählen, ja, weil es jetzt hier vielleicht ein bisschen zu nahe ging oder weil da Sachen ausgelöst werden, ne, weg damit und dann holen wir uns hier quasi irgendeinen Ersatz rein, mit der es einfacher und unkomplizierter ist. Es löst aber das Problem nicht, ja, weil man sieht ja, dass er dich aus den Gedanken hier nicht rausbekommt, sondern eher versucht, um dich aus den Gedanken zu bekommen, sich lieber mit jemand anders ablenkt. Und das ist natürlich auch hier nicht der Weg, ja, sondern es macht es ja noch komplizierter und verstrickter im Endeffekt, ja. Und letztendlich, wenn man hier noch eine dritte Person mit reinzieht, ja, die sich vielleicht dann auch Hoffnungen macht, was ja auch legitim ist, ne, dann leidet diese Dame hier im schlussendlich auch wieder, ne, weil die macht sich dann da vielleicht eine Hoffnung, das könnte was werden, ne. Und letztendlich ist es das aber nicht. Also, da haben wir wieder dieses Thema, füge nicht jemandem zu, was du nicht selber haben willst. Da, aber gut, es ist halt momentan so sein Gedöns hier. Auf jeden Fall geht es darum, mal etwas Neues auszuprobieren. Da haben wir hier die Eulen drauf bekommen und den Hund. Das heißt, ja, vielleicht sollte man mal mit Freunden darüber sprechen, welches Problem man hier eigentlich hat. Ja, oder sich mal darüber oder ein bisschen weiser handeln, ja, weil die Eulen stehen ja für die Weisheit und sich mal mit seinem Selbstwert mal hier ein bisschen auseinandersetzen. Das heißt, weil wenn ich mich heute ständig ablenke oder von etwas weggehe, dann ja, ist das nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, von viel Selbstwert gekrönt, sondern letztendlich ist es ja nur eine Ablenkung von der eigentlichen Sache, die hier stattfindet. Ne? Und es kann natürlich sein, dass hier auch Freunde schon auf ihn einwirken und sagen, puh, pass mal auf, aber na, so wie du es hier machst oder wie du hier weitergehst, das wird hier nichts. Ne? Du kommst nicht an, du landest immer wieder im Turm. Also hier scheint mir schon sehr viel Kommunikation auch mit seinem Umfeld zu sein oder vielleicht zumindest darüber zu sprechen oder dem Umfeld fällt es hier schon auf, dass dein Gegenüber sich immer weiter isoliert, dass er keine Zeit mehr hat, dass er sich nur noch in der Arbeit vergräbt oder vielleicht anderweitige Verpflichtungen hat, weil wir hier den Hund haben. Das heißt, dieses ständige Verantwortungsbewusstsein gegenüber anderen Personen, ja, also gar nicht so wirklich auf sich selber achtet, sondern eher wieder der Typ ist, ja, ich muss mal schauen, dass es an alle anderen gut geht und ich stelle mich so als hinten an, ne? So, da haben wir hier Schmelzi bekommen. Und Schmelzi sagt, dass alles vergänglich ist und eben nichts für die Ewigkeit bleibt, ja. Und manchmal sind es halt nur kurze Momente, die uns eben hier. Moment, oh, das musste ich fast niesen. Eben nur kurze Momente sind, die uns glücklich machen, aber dafür unvergesslich bleiben. Das heißt, selbst so ein Eis wie das Schmelzi hier, ja, schmilzt, um die Menschen glücklich zu machen. Das heißt, seine eiskalte Schale, die er hier hat, ja, die darf er zum Schmelzen bringen. Weil eigentlich ist er ja hier ein herzensguter Mensch, wie man sieht, ne? Aber er hat da, wie gesagt, diese Eiseskälte um sich herum gebastelt, ne? Oder hier im Turm ist es kalt. Ja, damit man nichts fühlen muss, damit man keinen an sich ranlassen muss. Ja, aber da wird's nichts, ne? Weil da komme ich, da bin ich hier ganz weit vom Liebesglück entfernt, ne? Liegt ja auch direkt daneben. So, dann haben wir hier die Eule Emil bekommen. Und Eule Emil sagt, guck, ne, du bist ja immer noch hier. Dir wachsen bald Spinnenweben an den Ohren, wenn du weiterhin in der Warteposition verharrst. Ja, also Eule Emil sagt, soll ich dich mal ein bisschen anschubseln hier? Was ist jetzt hier? Ne? Also er soll aufhören zu warten und weiterzugehen. Ne? Und das ist eben genau dieses, ich verstecke mich hier, vielleicht lenke ich mich noch ab oder ich verstricke mich hier weiter, mache die Arbeit, muss ja nicht unbedingt mit einer anderen Person, ne? Kann sein, muss nicht. Aber es ist hier eben dieses Weitergehen, auch was hier schon wieder angekündigt wird, ne? Dass man sagt, boah, du, anders wird es hier aber hier nicht mehr. Ja, also entweder verharrst du in der Situation, aber halt die Gosch und Jammer nicht, oder du fängst jetzt mal an, etwas zu verändern. So, und da haben wir die Liebenden drauf bekommen. Ja, es geht also darum, dass er hier eine Entscheidung aus Liebe trifft und nicht aus dem Verstand. Und er hat hier aus dem Verstand entschieden, aber mit Sicherheit nicht aus der Liebe.
Ne? Und ja, wenn die Liebe aus vollem Herzen ja sagt, ja, dann wird eigentlich eine Entscheidung, sage ich mal, nicht mal ansatzweise in irgendeiner Weise in Frage gestellt, sondern dann hat man genau den Menschen gefunden, der an meine Seite gehört. Und den hat er ja anscheinend schon gefunden. Ne? Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die Liebe seines Lebens sich ja bereits in seinem Leben befindet, aber das ist nicht das hier, ne? Sondern das ist das, was er an dich hier für eine Erinnerung hat. Ne? Ach ja. So, dann haben wir hier Machtspiele. Ja, genau. Machtspiele. Na, es ist also immer so, ich hatte vorhin schon gesagt, auch hier wieder unter der Schlange liegen. Das wäre sehr interessant, die Manipulation. Auch dieser, sollte es, wie gesagt, eine Dame geben hier, ne? Dann hat er auch, dann kann ich dir hier sagen, dass er dieser Dame bezüglich keine ernsten Absichten hat. Man spielt hier einfach mit dem Feuer. Ja, weil er hier wirklich etwas erzwingen will. Das heißt, du bist eigentlich genau die, die er haben will oder das, was eigentlich sehr gut harmoniert und passend ist. Irgendwas, wie gesagt, ist oder muss vorgefallen sein. Und dann lenkt man sich ja ab, also entweder durch die Arbeit, wo man hier vom Weg abgekommen ist, oder eben man hat sich wirklich anderweitig orientiert, oder man macht hier gerade so da ein Techtelmechtel, dort ein Techtelmechtel. Das Problem ist nur, er will da hier irgendetwas erzwingen und mit Druck erzeugt halt nun mal Gegendruck, ja. Und hier spielt er wahrlich mit dem Feuer, weil letztendlich, wenn die anderen Damen oder die andere Dame das mitbekriegt, dann hat er ja schon wieder Land unter. Ja, also er kommt hier vom Regen in die Traufe sozusagen. Und er versucht sich hier verschiedene Dinge zunutze zu machen. Also auch diese Dame wird hier letztendlich nur benutzt, ja, um von seinem Scheiß hier abzulenken. Also das ist schon auch wieder, naja. So, dann haben wir hier den Klee und wir haben hier den Ring. Ja, und das wird hier wieder nur eine kurzfristige Verbindung sein, Leute. Also wie gesagt, wenn dein Gegenüber sich jetzt umorientiert hat und gesagt hat, ja, dann probiere es halt mit dir oder ich gehe in eine andere Partnerschaft, dann kann ich dir hier sagen, dass diese Verbindung erstens mal wieder unverbindlich ist, weil er eh kein Interesse hat, ne? Er hat keine ehrlichen Absichten. Und diese Verbindung auch wieder nur ein kurzfristiges, kleines Glück darstellt. Also das ist nicht der Weg, wo er ankommt. Ja? Also auch hier wird er drüber gespiegelt, aber die Erkenntnisse werden reinkommen. Schon langsam kriegt er ein Feeling dafür, ne, dass das nicht funktioniert. Ja, Rudi Voodoo sagt, ich spüre eine sehr aufgeheizte Stimmung bei dir, deswegen bin ich hier, um dich von einem großen Fehler abzuhalten. Bevor du handelst, Soldat, schlaf bitte eine Nacht darüber, denn du könntest es sonst bereuen. Rache ist der falsche Weg. Ja? Also auch wenn er sich hier unbewusst versucht zu rächen an irgendjemand anderen oder vielleicht auch, weil du jetzt irgendwas gemacht hast, ja, dann wäre das hier der falsche Weg. Das heißt, er schießt sich doch eigentlich nur selber ins Knie. Ja? Mehr tut er nicht. Also er wird hier, gut, dass die andere Dame vielleicht hier leidet, das ist klar, weil, wie ich schon gesagt habe, ne, man macht sich Hoffnung. Aber letztendlich verletzt er sich damit eigentlich nur selbst. Oder das, was er hier vorhat, wird an ihm ab. Ja, was heißt, ja, nicht abprallen, aber es ist falsche Wort. Es wird auf ihn zukommen. Ne? Also er wird es abbekommen, ne? Nicht die anderen. Ja, gut, dass man es hier nicht verhindern kann, dass vielleicht jemand leidet. Aber letztendlich, ich sag ja, ne, das ist also hier mit Sicherheit nicht der Weg, wo man sagt, hey, das wirst du noch bereuen, weil im Endeffekt, wie ich schon gesagt habe, dann die Dame auch hier ausflippt. Ne? Und dann haben wir hier Flammi-Tango bekommen. Und Flamitango sagt, hast du gewusst, dass manche Menschen durch eine Herzensschnur miteinander verbunden sind? Du erlebst eine schicksalhafte und einmalige Begegnung. Ihr seid unzertrennlich und in ewiger Liebe. Es ist eine magische Seelenliebe. Ja, sag ja, also er spielt hier wirklich mit dem Feuer und er setzt ja auch einiges aktuell gerade aufs Spiel. Ne? Und aber gut, da können wir nicht machen, weil das ist seine Entscheidung. Den Weg muss er für sich gehen und er trägt auch dafür die Verantwortung. Ne? Und auch dann die Verantwortung für die daraus resultierenden Konsequenzen. So ist es halt nun mal. Ne? Oh, nur in der Stäbe. Ne? Das ist einfach diese Abwehrhaltung, die man hier einnimmt. Es sind zu viele Verletzungen. Das ist das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Ne? So ein oder andere olle Kamelle wieder hochgekommen. Vielleicht auch
hast du ihn getriggert, mit Sicherheit sogar, ne? Und durch das nimmt dieser Mann oder diese Frau, je nachdem, wie du hier guckst, wirklich eine unbewusst auch eine große Abwehrhaltung ein. Das heißt, dieser Mann weiß zum Teil schon, was er macht, aber nicht aus welchen Gründen er das heraus macht, weil damit will man sich ja auch gar nicht beschäftigen. Und deswegen steht er alles und jedem hier skeptisch gegenüber, ne? Und das spiegelt sich auch hier wieder zu dem Gedankenblick. Das heißt, er muss also anfangen, schon langsam wieder zu vertrauen, weil letztendlich kannst du auch nichts hier für seine Vergangenheit, ne? Niemand kann das. Das hat er erfahren, so ist es nun mal. Ja, wir haben alle irgendwann mal irgendwas erfahren, was nicht so schön war. Aber dennoch dreht sich die Kugel weiter und auch das Leben geht weiter. Ne? Und da muss ich halt irgendwann diese Sache abschließen. Ne? Um dann zu sagen, ich komme dann hier irgendwo mal weiter. So, dann haben wir hier die letzte Karte, den Sommertraum. Ja, weil es ist eigentlich, wird es Zeit für Wärme und Geborgenheit und dass man wieder in eine ja, positive Stimmung hineinkommt, dass man das Leben eigentlich wieder genießen kann, dass man wieder Zeit zu zweit verbringt, Glücksgefühle hat, ja. Und hier haben wir den Sommer liegen, ne? Oder die warme Zeit. Da haben wir hier den Reiter mitbekommen. Die Störche, also man treibt es nach vorne, also es ist Bewegung drin, damit es einen Wandel gibt, sag ich mal, oder es soll hier auch eine Veränderung stattfinden, aber da wird der Herr hier noch ein bisschen brauchen. Also es könnte bei einigen jetzt tatsächlich Sommer werden, wobei ich muss sagen, hier wird die warme Jahreszeit angekündigt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir hier aus dem Fenster rausschaue, ich könnte mich hier auf den Balkon legen. Es hat hier, glaube ich, weiß ich nicht, gerade 17 Grad, 18 Grad. Es ist total warm draußen. Ja, es könnte auch ein sonniger Tag sein. Ne? Also lassen wir uns mal von der Zeitkarte hier nicht aushebeln. Der Reiter ist aber auch hier schon eine sehr schnelle Karte. Deswegen, ja, also vielleicht kann es wirklich Sommer werden bei einigen, kann ich ja nicht ausschließen. Ja, es ist allgemein. Aber wie gesagt, es ist schon ein sehr schneller Wandel hier unterwegs und es wird hier auch eine Entscheidung geben. Definitiv, ja. Also wir haben hier Entscheidungen in den nächsten 4 bis 6 Monaten. Definitiv. Also von jetzt an, ne? Innerhalb des nächsten halben Jahres werden sich hier neue Wege und Möglichkeiten auftun. Man wird auch eine Entscheidung treffen, ja. Also hier arbeitet jemand hin. So, dann haben wir hier Familie Hippo. Ja, und das größte Glück auf Erden ist halt geliebt zu werden. Jemand möchte dir sein Herzchen schenken und dich nie wieder loslassen. Es liegt Liebe in der Luft. Freu dich auf eine rosige Zukunft. Because I love you, ja. Ich sage ja, also die Liebe ist schon bei dir, ja, aber man tritt das gerade so vehement mit Füßen weg, ne? Und es geht ihm auch nicht gut ohne dich, ne? Er belügt sich hier nur selbst, lenkt sich ab, weil er sich hier das gerade noch nicht eingestehen will, dass das tatsächlich hier eigentlich die perfekte Liebe ist, ne? Oder was, das heißt, was perfekt, aber einfach was stimmig und was passend ist. Und man sieht ja auch, ne, dass es dich hier gibt, dass du ihm gerne eigentlich dein Herz schenken möchtest und dass du auch mit ihm eine Zukunft verbringen möchtest. Also das ist schon das, was ihr beide wollt, ja? Und dann haben wir hier den Magier. Ja, dieses Verzaubern lassen, ja, wenn, das ist jetzt einfach so, wenn die Zeit zum Handeln kommt, dann sollte man loslaufen, ja, und die wird auch kommen, er wird es verändern und halt diese Chance oder um diese Chance hier nicht zu verpassen, ne, weil er könnte sie wirklich, ja, wirklich in einen sehr schönen Abschluss bringen. Ja, jetzt geht es halt darum, dass er seinen Einsatz zeigt, das, was wir eigentlich hier schon haben. So, was haben wir denn hier unterm Deck? Da haben wir den Rosenkavalier, den ich vorher schon angedeutet habe, ne, so ein kleiner Schelm hier, der halt sehr gerne Süßholz raspelt und dann ist man wieder dahin. Und das ist auch so ein Macho, der halt hier, wie ich schon so sagte, das Gras grüner ist. Und das ist halt bei ihm jetzt eine Wiederholung, die jetzt reinkommt, ne? Und das heißt, er dreht sich also hier im Kreis oder steckt im Hamsterrad fest und dann geht er halt nochmal eine extra Runde hier jetzt, ne? Und das ist einfach genau, wo man sagt, ja, er traut sich noch nicht zu, bla bla blub, aber keine Taten, ne? Und das ist auch vor den anderen hier eben diesen großen Max maskieren, ne? So was, wer bin ich, was kann ich, wie toll bin ich? Aber letztendlich ist es alles nur Pudding. Ne? Man hatte die Hosen voll. Aber hier wird sich was verändern. Ja, wir haben ja auch wieder den Frühling da. Ja, also hier zum Frühling wird sich was verändern. Vielleicht braucht er da noch ein, zwei Wochen, Monate, bis er dann soweit ist. Aber letztendlich erwacht hier etwas und wir haben hier auch den Telefonjoker drunter. Das heißt, man wird
sich dann hier wieder mit dir in Verbindung setzen. Aber es ist halt, ne, lass dich hier nicht warm halten. Das ist ganz wichtig. Ja, schau mal, hier liegt der Liebende. Hier hat er sich auch drunter gelegt. Ne? Also es kann sein, ja, dass er dich nochmal hier vielleicht nochmal kurz ein bisschen stehen lässt. Es macht aber nicht mit Absicht, sondern es geht darum, dass er hier erwacht. Er erwacht, dass er unzuverlässig war. Er erwacht, dass er nicht sich mal melden und mal nicht mal melden kann, ja, oder dich hier warm halten kann oder ständig vertrösten kann, sondern jetzt wird hier eingefordert. Ne? Du wirst hier auch fordern, wenn es soweit ist. Und da findet auch eine Aussprache statt. Ich sage ja, da wird sich melden. Ne? Also da kommt eine Aussprache rein. So, dann haben wir hier unterm Deck das Haus, was ja auch wieder für ja, Stabilität und Sicherheit eben zeigt. Ne? Da liegt er auch mit dabei, wie man hier sieht. Das ist das, dass er sich also hier mal ein gesundes Grundfundament aufbaut und hier in seine Stärke kommt. Man sieht aber auch hier die starken Gefühle, die er hat, definitiv. Also es ist sehr viel, ne, sehr viel Emotionen auch dabei. Also man möchte hier auf alle Fälle einen Neuanfang. Darüber ist man sich klar. Und man ist sich auch klar, dass man hier etwas in deine Richtung auch verändern muss. Das heißt also, dass man hier in die Bewegung kommt. Ne? Sonst tut sich hier nichts. So, dann haben wir hier Eule Elfi. Jo, Schätzelein, ich soll dir eine Nachricht überbringen von einem Menschen, der ganz viel an dich denkt. Spitze deine Öhrchen, hör mir zu. I miss you so much, wir werden uns wiedersehen. Ja, ich sag ja, hier ist die Eule auch schon mit dem Briefkuvert. Ne? Also, der liebt dich definitiv, da gibt es gar keinen Zweifel. Ne? Aber ja, brauchen wir noch ein bisschen Zeit jetzt hier. Und hier haben wir den Bube der Schwerter. Ja, hier liegt die Einsicht und die Klärung. Er ist nicht ein Mensch, der großartig Kritik vertragen kann. Ja, das zeigt auch diese Karte an. Das heißt, das erträgt er nur sehr schwer. Aber Kritik ist manchmal notwendig, damit man hier reflektieren kann und damit man aus seinen Dingen hier lernt. Ne? Und im Endeffekt ist diese Krise, in der er hier aktuell gerade steht, eben einfach dazu da, um zu wachsen und zu gedeihen. Ja, also wirklich heranzureifen und erwachsen zu werden. Und wir haben hier letztendlich auch wieder im Endeffekt eine Aussprache liegen, ja, damit man diese Konflikte, die zwischen euch auch herrschen, klären kann. Und guckt mal an, wir haben hier unterm Deck den Herrscher. Ja, das heißt, also hier muss jemand Verantwortung übernehmen. So ist es nun mal. Ja, ist eine kleine Ableitung aus dem Dreis einer zu viel? Weiß ich nicht, fällt mir gerade ein, weil da war es auch schon um das Thema gegangen, Verantwortung zu übernehmen. Also wer das noch nicht gesehen hat, dann guckt euch das an. Aber ja, die Frage, wie es ihm hier geht ohne dich, da könnte man sagen, ja, nicht wirklich gut. Ne? Aber man würde es auch nicht nach außen hin zeigen gerade, sondern man lenkt sich schön hier ab. Aber er kriegt es ja auch von außen schon auch aufgezeigt, beziehungsweise wahrscheinlich auch durch mehrere Leute oder durch sein Umfeld hier mitgeteilt. Jo, das war der Blick. Na, wie geht's ihm denn ohne dich? Jetzt hast du hier einen kurzen Einblick in das Ganze und wie du siehst, nicht gut. Also auch wenn er sich nach außen nicht anmerken lässt, na, innerlich schaut es hier ganz anders aus. Aber das ist halt, ja, manchmal wieder sehr der falsche Stolz. Ne? Okay, meine Lieben, dann bin ich auch schon dahin und ja, wir hören uns auf alle Fälle mit dem nächsten Orakel und bis dahin drücke ich euch ganz lieb, haltet die Ohren steif, ja, und bis bald, ciao, ciao, eure Melanie.